Sieht aus, als wären wir auf dem richtigen Weg. Ich könnte mehr Feuerkraft gebrauchen. Das... Wir starten. Es gibt... Karne? Holt die Jäger. Wir greifen die Schiffswerft an und holen nur die Jäger, okay? An die Arbeit. Starburst eignen sich ganz gut, wenn man viel Schaden auf große Entfernungen anrichten will. Aber der alte Pliers muss noch ein bisschen an denen rumdoktern, bevor sie richtig... Feinde, um Zielschießen zu üben. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Mein Ziel zerstört. Ich könnte... Holt die Jäger. Waffen einsammeln. Machen Sie die Einschleusungskapseln fertig. Ich halte nichts von unerledigten Sachen. Wir greifen den Konvoi an. Okay. Starburst eignen sich ganz gut, wenn man viel Schaden auf...
schießen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Komm schon, kämpf wie ein Mann. Verdammt, das sieht nicht gut aus. Ich steige aus. Ihr seid nichts weiter als armselige Waschlappen, Grenzwäldler. Weitere Nachrichten. Ich könnte mehr fahren. Es gibt Waffen. Holt die. Starburst eignen sich ganz gut, wenn man viel Schaden auf große Entfernungen an. Heute mit denen verhandeln. Zeit, in Portion zu gehen. Gib endlich auf und stirb! Gleich bist du weg! Dachte ich mir schon, ein Anfänger! Zeit, in Pension zu gehen. Zeit, in Pension zu gehen. Wenn du noch langsamer fliegst, schlafe ich ein. Schadensmeldung geben. Bisher keine Probleme, Sir. Du kommst im Sarg nach Hause. Feindziel zerstört. Wie ein Mann. Zeit, in Pension zu gehen. Das nennst du Fliegen? Du kommst den Tag nach Hause. Ach, schau mal an, mein nächstes Opfer. Das nennst du Fliegen? Dich habe ich. Du kommst den Tag nach Hause. Ach, schau mal an, mein nächstes Opfer.
endlich auf und stirb! Du kommst im Sarg nach Hause. Gib endlich auf und stirb! Colonel, ich habe eine wichtige Nachricht. Ein ungewöhnliches Konföderiertenschiff befindet sich ganz in Ihrer Nähe. An Bord dieses Schiffes ist eine Ladung, die uns großen Schaden zufügen könnte. Es ist notwendig, dass Sie dieses Schiff aufhalten und übernehmen. Ich wiederhole, halten Sie es auf. Zerstören Sie es nicht. Wir wollen unbedingt wissen, was auf dem Schiff ist. Sir, Sie bekommen den neuen Navigationspunkt. Wir schicken Decker und seine Männer zu Ihnen. Sehen Sie sich diesen Kahn an. Lösen und feuern. Vielleicht soll ich heute mit denen verhandeln. Sterbt ihr Halbmenschen. Wir sind drin. Halten Sie mir den Feind vom Leib, während ich arbeite. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Alles unter Kontrolle. Sieht aus, als hätten wir was ganz Besonderes erwischt, Boss. Mission abgeschlossen. Landeerlaubnis. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Wir schicken Piloten, sie holen alles aus dem Großkampfschiff. Sie können landen. Was zum Teufel ist das? Sowas habe ich noch nie zuvor gesehen. Es ist nicht hochgegangen. Muss einen separaten Zünder. Das Ding ist eine wahre Schönheit. Ja. Am liebsten würde ich das Baby nur zum Ansehen hier behalten. Ich glaube nicht, dass wir den Flieger jetzt schon ins Museum stellen sollten. Ja, wäre schade drum. Was ist das? Das weiß ich noch nicht.
Aber sehen Sie sich das mal an. Endlich kann ich mal an das Interessante rumbasteln. Keine Angst, ich werde aus den Babys nichts ausbauen. Die Einlassöffnungen. Das Triebwerk des Fliegers ist Wahnsinn. Materie, Antimaterie. Genau wie bei einem Großkampfschiff. Wissen Sie, was das heißt? Kein Treibstoff für den Nachbrenner. Der Saft kommt direkt aus dem Triebwerk. Ja, so ist's. Dadurch wird zwar etwas Energie von den Geschützen und Schilden abgezogen, aber während der kurzen Nachbrennerstöße geht's dafür umso schneller. Da wird sogar mir ganz schwindelig. Wenn Sie wollen. Und dann mache ich Ihnen einen Flug bereit. 0,6. Mir was Nettes für Ihren nächsten Einsatz. Könnte sein, dass mich dann die falsche Seite abschießt. Ja. Aber für so ein Baby kann man schon mal ein Risiko eingehen. Lasst mich mit dem Baby fliegen. Sie könnten eine tödliche Falle sein. Lasst mich mit dem Baby fliegen. Na gut, überredet. Los an die Arbeit. Ja, mit Vergnügen. Colonel? Colonel, eine SOS-Drohne wurde gerade geborgen. Wenn Sie das hören, ist es vielleicht noch nicht zu spät. Schiffe ohne Abzeichen attackieren uns. Viele von uns sind schon tot. Wir wissen, dass Planet FT-957 weit von anderen Kolonien entfernt ist. Aber wenn Sie ein Herz haben, bitte schicken Sie uns sofort Unterstützung. Sonst wird unsere Welt untergehen. Funktioniert dieses Ding überhaupt? Ich hab den Admiral dran. Im Telamon-System muss was Schreckliches passiert sein. Wir wissen nicht was. Ihr Schiff ist einem Jump-Point, der zu diesem System führt, am nächsten. Telamon ist so neu besiedelt, dass die Planeten noch keine Namen, sondern ihre Entdeckungsnummern haben. Dieses System gehört zu den Grenzwelten. Und deshalb kann es auch mit unserer Hilfe rechnen. Wenn es dort einen Brand zu löschen gibt, sind wir zur Stelle. Kurs auf Telamon. Haben Sie irgendwas von Captain Eisen gehört? Nein, leider nicht. Ich melde mich bei Ihnen, wenn ich etwas erfahre. Maniac, Konzentration bitte. Na klar. Wir fliegen in ein schwarzes Loch. Diesmal werden wir nicht mit Störsendern wie in Peloys zu tun haben, sondern mit einem Informationsvakuum. FT-957 hat ein Notsignal ausgesandt. Wir wissen nicht warum. Wir säubern das Gebiet vom Feind und erkunden die Situation. Sie wollen mich und die Jungs auf dem Planeten absetzen? Ja, aber nicht nur das. Ich werde mit euch mitkommen. Was? Sie haben diese Frau nicht gesehen. Da unten ist etwas Furchtbares geschehen. Ich will es aus nächster Nähe untersuchen. Zwei Flügelmänner eskortieren Deckers Shuttle und kehren zurück, sobald wir im Landeanflug sind. Alles klar? Dann nichts mehr los. An die Arbeit. Schon gut. Die Banshees eignen sich für jeden Einsatz. Mit denen kann man fast nichts falsch machen, es sei denn, man will damit ein Großkampfschiff ausschalten. Thank you.
Feind gesichtet, Colonel. Lösen und feuern. Die mache ich fertig. Lösen und feuern. Ich ziehe los. Vorsicht, Colonel. Hast du noch einen letzten Wunsch? Ja, da brennt er! Was ist das? Das hat uns noch gefehlt. Ein feindlicher Flieger. Holt eure Waffen. Lieber sterbe ich im Kampf als in Gefangenschaft. Keinen Schritt weiter. Ganz ruhig. Wir gehören zur Grenzweltenunion und zu Vize-Admiral Wilford. Wir sind hier, weil sie SOS funkten. Der Flieger beweist, dass sie nicht die Wahrheit sagen. Die Männer, die uns das angetan haben, die benutzten solche Dinge. Hey, wir haben die Maschine erbeutet, ihr Idioten. Seht euch meine Abzeichen an. Ach, was soll's hier? Kommt sowieso viel zu spät, Jungs. Es sind nur noch wenige von uns übrig. Die meisten haben das Bombardement nicht überlebt. Bombardement? Aber hier steht doch noch alles. Auch der Flughafen sieht funktionstüchtig aus. Die Angreifer jagten nichts in die Luft. Sie hatten Biowaffen. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber wieso haben Sie überlebt? Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Was steckt dahinter? Das kann kein Zufall sein. Die Männer und Frauen, die tot oder erkrankt sind, haben den ähnlichen Körperfettanteil, die ähnliche Knochenstruktur, Spermien und Ovazahl. Das sind alles genetisch bestimmte Dinge. Was wissen Sie über Nanotechnologie und Biokonvergenz? Biokonvergenz? Ich weiß so gut wie nichts über diese neue Entwicklung. Nun, ich glaube, die Angreifer verteilten selbstreplizierende Nanobots in der Atmosphäre, und zwar Millionen. Nanobots? Ja. Stellen Sie sich Computer vor, so klein wie Atome. Sie dringen in den Körper ein. Sie machen einen Genvergleich in der DNS-Kette und gefällt Ihnen nicht, was Sie finden? Greifen Sie die RNS an. Die Zellen vermehren sich nicht mehr und töten sich gegenseitig. Ich zeige es Ihnen. Der Körper wird dadurch zu einem Schlachtfeld. Innerhalb weniger Stunden sieht man so aus. Und wieso sehen wir dann nicht auch so aus? Danken Sie Ihren Eltern dafür. Die Nanobots sind programmiert. Sie suchen nach bestimmten genetischen Charakteristika. Niedriger Körperfettanteil, gutes Sehvermögen. Man kann in die Nanobots einprogrammieren, was man will.
und so tödlich in die DNS-Kette eingreifen. Man kann zum Beispiel alle dünnen Leute ausrotten oder alle, die unter Eisenmangel leiden. Man muss nur den Code verändern. Sie kamen aus dem Nichts, die namenlosen Schiffe warfen solche Behälter ab. Wie viele Männer und Frauen hat's erwischt? Ich würde sagen, 90%. Das ist ein Geisterplanet geworden. Ich habe sowas im letzten Krieg gesehen. Wenn der Rest von denen nicht bald rausgeflogen wird, bringen sie sich um. Admiral Wilford wird Maßnahmen ergreifen, sobald der Bericht vorliegt. Ich frage mich, was für Maßnahmen der Admiral ergreifen soll, wenn ich mir das so ansehe. Nur gut, dass die Kilrassi sowas noch nicht hatten. Colonel, danke. Ich würde gern für jeden auf dem Planeten eine Kerze anzünden. Ich glaube nicht, dass der Raum hier so viele Kerzen fassen kann. Da haben Sie wahrscheinlich recht. Ich habe während der vielen Jahre, die der Kilrathi-Krieg dauerte, nie so etwas Schreckliches gehört. Präzisionsmord an unschuldigen Leuten. Die falsche DNS-Kette und man ist zum Tode verurteilt. Es ist teuflisch. Anders kann man es nicht nennen. Ob ich jetzt wohl tot wäre, wenn ich mit Ihnen hingeflogen wäre? Wer würde dann eine Kerze für mich anzünden? Nie hin. Dies. Wo ist Sosa? Was soll das werden? Ich bin ein Pilot. Ich sehe keinen Steuerknüppel. Diese Nachricht kam vor ein paar Minuten und... Und plötzlich passten mehrere Faktoren zusammen. Das hätten wir schon während der Probleme im Pilot-System erkennen müssen. Wir wurden stutzig und als sie die Position meldeten, an der sie neulich die Jäger ohne Abzeichen einkassierten, war klar, dass wir diese Zone nochmal untersuchen mussten. Anhand unserer Berechnungen fanden wir bald heraus, dass das Axios-System dabei eine zentrale Rolle spielt. Da war ich schon mal. Es gibt nichts in Axios. Natürlich ist da noch viel Spekulation dabei. Mit dieser Übertragung senden wir Ihnen alles, was wir über Axios wissen. Es ist wild und unbewohnt. Nur Wüstenplaneten. Der perfekte Ort, um große Streitkräfte zu verstecken. Man hat uns berichtet, dass sich momentan ein riesiges Großkampfschiff im Axios-System befindet. Viel Glück bei der Suche. Glauben Sie mir, die Suche ist sinnlos. Aber wenn Sie etwas Zeit totschlagen wollen, können wir gerne dorthin fliegen. Das gefällt mir nicht. Wir fliegen zum Nachbarsystem von Axios. Ja, Sir. Wir fliegen erst in das Axios-System, nachdem ich mich dort umgesehen habe. Hören Sie zu. Wir werden außerhalb von Axios warten. Der Grund ist, dass ich nicht das ganze Schiff riskieren will.
Es macht mich nervös, was ich über die Planeten weiß. Lieutenant, was sagen Wilford Staaten? Die Planeten sind unbewohnbar. Die Truppen müssten im Weltraum stationiert sein. Es fliegen Kometen und anderer Raumschrott durch das System. Das bedeutet, dass sie große Mobilität haben müssen. Wir könnten doch mit den neuen Jägern einfach losballern und sie überraschen. Ohne zu wissen, auf wen oder was wir stoßen. Typische Marine-Taktik. Ich bin auch Hawks Meinung. Aufklärung fliegen. Das sollten wir zuerst tun. In Ordnung, schon gut. Deshalb brauche ich zwei Flügelmänner, die mich zum Jump-Point in das System begleiten. Dort kehren sie um und ich fliege allein weiter. Wenn ich allein in einem ihrer Schiffe ohne Abzeichen fliege, errege ich nicht allzu viel Aufmerksamkeit. Sie wissen, was mit gefangenen Spionen gemacht wird, Colonel. Ja. Das Risiko muss ich eingehen. Los, gehen wir. Wenn du mich nochmal so dumm anredest, dann passiert was. Das regeln wir draußen. Diese Starburst-Bombe ist einfach zum Kotzen. Deshalb war sie wahrscheinlich noch beim Testen. Feinde gesichtet. Lösen und feuern! Die werden wünschen, dass sie nie geboren wurden. Lösen und feuern! Los geht's, Colonel! Noch einen abgeknallt. Mann, bin ich gut. Zum Jump Point, Colonel. Wer weiß, wen sie auf der anderen Seite alarmieren. Lösen und feuern! Sie werden wünschen, dass sie nie geboren wurden. Lösen und feuern! Los geht's, Colonel! Springen, Colonel. Sie sind jetzt auf sich allein gestellt. Viel Glück. Warten Sie, Sir. Bevor Sie springen, gebe ich Ihnen die Koordinaten der Basis, die wir in der Umlaufbahn des zweiten Axios-Planeten entdeckten. Wir konnten sie gerade durch den Jump-Point orten. Eins ist sicher. Dieses Ding ist viel zu groß. Sie können es nicht ohne Hilfe ausschalten. Wir schlagen vor, dass Sie sich voranschleichen, auf keinen Fall das Feuer eröffnen und dort landen. Viel Glück, Colonel. Benötige Identifikationsalgorithmus für Landeerlaubnis. Sie haben Landeerlaubnis. Ich komme allein zurecht. Macht euch einen schönen Abend. Bis später.
Meister durch die Hand der Wege. Haben Sie alles eingeordnet? Ja, natürlich. Aber ein weitsichtiger Mann, ein Genie, unser Wohltäter, ein uns Gleicher fand uns, schützte uns und gab uns die Mittel, unseren rechtmäßigen Posten als naturbestimmte Herren des Universums einzunehmen. Unsere Operation im Telamon-System ist erfolgreich verlaufen. Ich gratuliere allen, die daran beteiligt waren. Zum Abschluss ergreift unser oberster Befehlshaber das Wort. Ja! Ja! Ich bin hier, meine Freunde, um mich für eure großartige Mithilfe zu bedanken. Ihr, die Black Lance-Leute, werdet ganz oben stehen, denn ihr seid die Verteidiger der Menschheit. Diverse Feinde der Konföderation haben bereits mit euch Bekanntschaft gemacht. Sie wissen ganz genau, wozu ihr fähig seid, verehrte Kameraden. Schon bald ist es soweit. Alle konföderierten Staaten werden von eurer Existenz erfahren. Und ihr werdet endlich den Lohn erhalten, den ihr euch mehr als verdient habt. Ja! Ein Mann hat einen besonders hohen Ruhmesanteil verdient, euer großartiger Kommandeur. Der Mann ist ein ideales Beispiel dafür, was unser genetisches Menschheitsoptimierungsprogramm in Zukunft ermöglichen wird. Ja! Werden überleben. Das war schon immer das Gesetz der Natur. Die Schwächeren der Lebewesen sind vom Aussterben bedroht. Ihr wisst, dass es noch gar nicht allzu lange her ist. Da hätte man unsere Rasse beinahe ausgerottet. Die Wahrheit ist, dass unser Sieg über die Kilrathi leider kein reiner Verdienst unserer menschlichen Überlegenheit war. Es war ein Glücksfall. Wir hatten einen Zeitvorsprung, das war alles. Eines Tages werden wir einem viel schlimmeren Feind als den Kilrathi gegenüberstehen. Und es ist unsere Pflicht, uns darauf vorzubereiten. Wir müssen dann stark sein. Und wir müssen wachsam sein. Ja! Auch wenn das bedeutet, dass wir gewisse Elemente unserer Gesellschaft eliminieren müssen. Wir sind wohl gezwungen, die Spreu vom Weizen zu trennen. Und dank der hochentwickelten Genselektion haben wir auch das geeignete Werkzeug dafür. Wir haben es getestet und wir werden es natürlich anwenden. Ja! Ihr wisst alle, dass die widerspenstigen Grenzwelten jetzt die neuen Feinde von uns sind. Sie sind Abtrünnige. Sie sind eine Bedrohung für unsere Einigkeit, unsere Stärke und unsere Menschlichkeit. Niemand von uns ist frei von Pflichten. Ich stelle mich meiner. Ich sorge dafür, dass der große Rat Schritte unternimmt, die uns von dieser Plage befreien werden. Wenn der Moment gekommen ist, meine verehrten Kameraden, verlasse ich mich auf euch und eure Kampffähigkeit. Danke. Ja!
habe sie doch von Tier 7 gerettet. Gerettet, damit ich eine Gefangene werden konnte. Und jetzt zwingen sie mich zu etwas... Ich weiß, wer sie sind. Sie werden sie töten. Nein, mein Flieger ist startklar. Wir können es schaffen. Nein, nein, kommen Sie lieber mit mir. Sie müssen das veröffentlichen. Na los, gehen Sie endlich. Mission abgeschlossen. Benötige Landeerlaubnis. Willkommen zu Hause. Jetzt muss ich keine Kerze für Sie anzünden. Unser Radar zeigt ein Großkampfschiff, das den Axios-Quadranten, in dem Sie waren, verlässt. Sie können landen. Eine Holobotschaft für Sie, Admiral. Admiral, schlechte Nachrichten. Es gab ein Sicherheitsproblem. Ich nehme an, es ist wieder dieser penetrante Colonel. Ja, er ist ein würdiger Gegenspieler. Das Herz des Tigers, so haben ihn die Kilrathi genannt. Wo sind Sie jetzt? Hier, ich bitte um Landeerlaubnis. Blair ist bestimmt wieder auf seinem Schiff und plant, uns zu verfolgen. Was sonst? Die Bemühungen des Colonels sind nicht mehr relevant. Ich habe eine Besprechung mit dem Rat. Eine längst überfällige Beförderung erwartet mich. Soll er doch weiter versuchen, uns zu fangen.
Und? Was gibt's Neues? Talben. Er war es die ganze Zeit. Dieses Schwein. Ich hatte ihn in Verdacht. Hey, Junge! Ich hab doch in dem Schiff so ein komisches Ding gefunden. Ich weiß jetzt, was es ist, aber ich kann es immer noch nicht ganz glauben. Zu diesem Zeitpunkt sollte man vom Unmöglichen ausgehen. Das Baby hat eine ganze Menge drauf. Man kann damit ein Großkampfschiff, ein Haus, vielleicht sogar eine ganze Station hochgehen lassen. Aber es kommt noch viel besser. Es funktioniert von innen nach außen. Hört sich irre an, oder? Nicht für mich. Ich kenne ihre Wirkung. Sie heißen Flashpacks. Wann haben... Wie viele haben wir davon? Nur die eine. Aber ich könnte in einer Woche ein paar basteln. Wir haben keine Woche Zeit. Es heißt Vesuvius. Gegen ihre Manövrierbarkeit und Beschleunigung haben wir keine Chance. Das stimmt. Ich habe die Konstruktionspläne gesehen. Ich hätte nie gedacht, dass sie es so schnell fertig kriegen. Es nimmt Kurs auf den üblichen Jump Point im Solarsystem. Ein so großes Schiff hat keine Wahl. Aber ein Schiff unserer Größe hat andere Möglichkeiten. Wir kürzen den Weg durch das Ella-Stern-System ab und quetschen uns durch diesen Jump-Point. Womit Tolvin niemals rechnen wird. Weil in dem System eine konföderierten Superbasis ist. Ja, so ist es. Unsere Verletzung des Luftraums wird für Wirbel sorgen. Das Schlimme ist, dass Ella dicht bevölkert ist. Also starten wir einen Präventivschlag. Flyers hat uns von der Scheibe erzählt. Das Flashback? Dann werden wir Tausende von Zivilisten töten. Die Superbasis ist nicht vom Rest des Systems isoliert. Wir können den Krieg nur verhindern und Millionen von Leben retten, wenn wir Tolvin gefangen nehmen. Ich schlage vor, dass wir die Superbasis zu einem Kampf im All provozieren. Gegen ihre Streitkraft werden wir niemals ankommen. Na gut, es wird ein harter Kampf. Aber das Flashback einzusetzen und absichtlich Zivilisten zu töten, ist moralisch nicht vertretbar. Panther hat recht. Wir dürfen keine Zivilisten töten. Hawk hat recht. Wir sind im Krieg. Panther hat recht. Wir dürfen keine Zivilisten töten. Das Flashback wird auf keinen Fall eingesetzt. Wir versuchen, sie abzuhängen. Vorschlag unannehmbar. So etwas ich kann moralisch... es nicht akzeptieren. Wenn Krieg ich ist, bitte dann... Sie, es reicht jetzt. Dies wird die schwierigste Mission, die wir je vor uns hatten. Wir begleiten die Intrepid zu diesem Jump Point. Das heißt, dass wir an der Superbasis vorbei müssen. Wenn sie uns verfolgen, und ich sehe keinen Grund, warum sie das nicht machen sollten, werden wir alles brauchen, was wir haben, um sie zu besiegen. Es gibt noch einen anderen Weg, unschuldige Zivilisten zu töten. Doch, das ist... nicht akzeptabel. Wir können es schaffen, Leute. Vielleicht verhindern wir damit einen Krieg. Alles klar. Los geht's. Komm mit. Bring mir das Schiff genauso sauber zurück wie beim letzten Mal. Dann zeige ich dir, was der alte Player so alles kann. Genügend
Feinde, um Zielschießen zu üben. Schadensmeldung geben. Wir haben keinerlei Schäden zu melden. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Feindziel zerstört. Schadensmeldung geben. Bisher keine Probleme, Sir. Feindziel zerstört. Super Schuss, Sir. Schadensmeldung geben. Bisher keine Probleme, Sir. Benötige Landeerlaubnis. Ein klares Negativ. Schadensmeldung geben. Wir haben keinerlei Schäden zu melden. Gleich bist du tot. Am Schaum der Grenzwelten. Mit uns ist es vorbei. Das Schiff explodiert gleich. Mein Ziel zerstört. Verhandeln. Feindziel zerstört!
genügend Feinde, um Zielschießen zu üben. Lösen und feuern! Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Gleich bist du tot! Mein Ziel angreifen! Ja, Sir! Da, überall, wo man hinsieht, sind Feinde! Du bist erledigt, Drecksack! Weitere Nachrichten. Heute starb das Herz des Tigers. Er galt einst wegen seiner Leistungen im Kilrathi-Krieg als Held, hatte aber vor... Genügend Feinde, um Zielschießen zu üben. Mein Ziel angreifen! Ja, Sir. Mein Ziel angreifen! Ja, Sir. Mein Ziel zerstört! Mein Ziel angreifen! Ja, Sir. Mein Ziel angreifen! Ja, Sir. Angreifen. Ja, Sir.
vorbei. Das Schiff explodiert gerade. Ziel vollkommen zerstört. Super Schuster. Genügend Feinde, um Zielschießen zu üben. Mein Ziel angreifen. Ja, Sir. Du Abschaum der Grenzwelt. Immer feste drauf, du Abschaum der Grenzwelt. Ein klares Negativ. Benötige Landeerlaubnis. Ein klares Negativ. Zerstört.
du tot! Da, überall, wo man hinsieht, sind Feinde. Mayday! Mayday! Situation kritisch! Hier. Du bist erledigt, Drecksack! Mission kann nicht abgeschlossen werden. Feinde, um Zielschießen zu üben. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Komm schon, kämpf wie ein Mann. Super Schuss, Sir. Nein! Feindziel zerstört! Heute starb das Herz des Tigers. Er galt einst wegen seiner Leistungen im Kilrathi-Krieg als... Ja, Sir.
keine Probleme, Sir. Mein Ziel angreifen. Ja, Sir. Bist erledigt, Drecksack! Du Abschaum der Grenzwelten. Mein Ziel zerstört. Genügend Feinde, um Zielschießen zu üben. Mein Ziel angreifen. Ja, Sir.
dich auf und stirb! Landeerlaubnis. Ein klares Negativ. Abgeschlossen werden. Du kannst gar nicht gewinnen.